Seid gegrüßt, Leute, zu einer weiteren Folge von Green Hell. Ja, wir sind eigentlich ganz gut vorangekommen, haben jetzt inzwischen schon wieder zwei Legendeneinträge freigeschalten. Jetzt habe ich mal Setzkästen gebaut, damit das auch mal vorkommt. Ich baue ja so selten. Wahrscheinlich wäre es das Beste, jetzt wirklich einfach mal ein paar Baufolgen zu machen. Aber das kündige ich dann wirklich nochmal an, wenn ich das mache. Ich weiß nicht, einerseits würde ich natürlich schon gern bauen im Spiel. Andererseits, ich bin einfach so neugierig. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Dass ich nicht so richtig die Ruhe habe, um hier was anderes zu machen. Also nicht, dass ihr euch wundert. Im Hauptspiel, wo ich das gespielt habe, habe ich ja eine Zeit lang gebaut. Das auch ein bisschen zusammengeschnitten, damit es nicht ganz so langweilig ist. Aber da hatte ich auch die Ruhe irgendwie für. Da war mir das... Ja, war zwar auch interessant, die Geschichte, aber irgendwie, da wollte ich halt auch wissen, wie sieht das alles aus. Inzwischen kenne ich die Bauten ja, es gibt ein paar neue Sachen, ja, aber nichts wirklich Weltbewegendes, wo ich jetzt sagen würde, ich müsste es jetzt nochmal ausprobieren. So, gab es jetzt gar keine Blüten dafür? Habe ich da was falsch gemacht? Na, dann habe ich halt ein paar mehr Verbände. Hätte eigentlich gedacht, dass ich davon Blüten bekomme. Dann hätte ich da gleich was einpflanzen können. Und dann nicht. Gut, mal gucken, was mein Fleisch macht, das ich hier aufs Trockenregal gelegt habe. Das ist... Ah, der Kaiserfisch ist tatsächlich schon fertig. Gut, den hebe ich mir mal auf. Das andere Fleisch lasse ich noch drauf. Und dann ist halt wieder die Frage der Fragen. Wo gehen wir hin? Ich hatte, glaube ich, gesagt, ich wollte hier in die Richtung. Sehen, ob da noch Steine sind. Hier sind einfach schon so viele. Hier könnte vielleicht noch was sein, weil... Hier sind zwar sehr viele Höhleneingänge, aber seltsamerweise keine Steine. Das ist echt ungewöhnlich. Also werden da sicherlich noch welche sein. Ich gehe erstmal hier hin. Also Nordost wieder. So, wo ist mein Bett? Ist ja weiter hinten. Nö, schlafen muss ich eigentlich noch nicht. Da habe ich noch Zeit. Nordosten, hatte ich gesagt. Und ich wollte mir doch einen Speer herstellen. Das kann ich doch vielleicht gleich mal machen. Ein Obsidian-Speer. Sehr gut. Kann der hier weg. Und der kommt ran. Und dann am besten zerstöre ich den auch mal hier, den Stammesspeer. Der ist ja eh schon fast kaputt. So. Ich denke mal, wir werden das schon alles entdeckt haben, was da jetzt kommt. Aber geh da lieber auf Nummer sicher. Heißt von hier aus gesehen 39, 33. Das ist hier. Bin ich eigentlich schon an der Wand? Quasi Richtung Osten. Das ist schon die Wand, die ich meine, wo ich lang gehen möchte. Das ist aber schon mal keine neue Höhle. Das ist die hier wahrscheinlich. Nee, die ist aber so nicht eingezeichnet eigentlich. Hier liegt noch eine Fackel von mir rum. Warum kann ich die eigentlich nicht in den Extra-Slot machen? Was ist denn jetzt? Es
fände ich nämlich praktischer. Hä, hey, Tagebucheintrag Fackel? Willst du mich jetzt verarschen? Den habe ich doch schon gelernt. Nichts Neues hier. Außer grunzende Schweine. Und leuchtende Pilze. Oh, die geben aber auch gut Energie. Das liegt bestimmt am Leuchten. Ich denke mal, inzwischen bin ich auch weit genug, dass ich sagen kann, okay, hier ist nichts. Naja, das ist ja das mit dem Schildkrötenpanzer. Das Dörfchen, 37-32. Obwohl das mittlerweile auch nicht mehr aussagekräftig ist, weil ich habe ja davon jetzt schon zwei. Ja, das kleine Dörfchen mit dem Fluss da unten. Könnte denn da vielleicht auch noch ein Stein versteckt sein? Das müsste ich nochmal ergründen. Gehe ich mal hier unten hier rum. Das ist ein Ameisenhügel, oder? Ja. War das nicht hier, wo ich vor dem Jaguar geflüchtet bin? Mich dann erschrocken habe, dass der mitkommt ins Wasser. Na, gibt es hier auch was zu entdecken hier? Warte mal, das war glaube ich die Stelle, wo ich durchtauchen kann, was aber so diese Clipping-Fehler verursachte. Ich teste es gleich, keine Angst. Noch. Das wäre halt eigentlich auch eine schöne Stelle für so einen Stein. Von daher verstehe ich das gar nicht, dass hier nichts sein soll. Aber wer bin ich schon? Yep. Nicht die Stelle, wo ich dachte, aber ich war auch hier schon. Also nichts Neues. Aber es sind halt wirklich wenig Steine hier in der Richtung. Das ist etwas, was mich nach wie vor etwas verunsichert. Noch dazu, ich jetzt erst verstanden habe, dass das Spiel mich auch mal dazu zwingt, so waghalsige Sprungmanöver zu machen. Das kannte ich bisher nicht in diesem Spiel. Aber egal. Ich werde jetzt hier erstmal nicht weitersuchen, sondern werde jetzt hier rübergehen, wo ich gesagt habe. Das heißt eigentlich erstmal komplett straight Richtung Osten. Ich möchte meine neuen Tabakverbände noch nicht einsetzen. Deswegen ganz vorsichtig. Bitte. Hat jemand die Falle ausgelöst? Tötungsfalle. Also ich war es nicht. Jetzt überhaupt gerade richtig? Das kommt mir gerade so falsch vor. 35, 32. Ich gehe doch genau in die andere Richtung, oder? Ich habe wieder Osten gesagt und meinte Westen, ne?
Das ist mal wieder typisch. Kann ich hier abkürzen, ohne zu sterben? Geklappt. Wie sieht's hier aus? Ah, hier ist sogar ein Stamm zum Runtergehen. Perfekt. Moment, da habe ich doch noch einen übersehen. Viele Mäuse hier. Und viele Gänge. Da lang und da lang. Das lässt mich wieder fast vermuten, dass es dann wieder was Geheimes geben könnte. Muss ich tatsächlich noch mal kurz schauen, ob das auf der anderen Seite vielleicht noch was Neues ist. Hm. Ist das Bambusgebiet, wo ich das Häuschen gebaut habe? Also das angefangen habe mit dem Rahmen? Ja. Tatsächlich, dann speichere ich da mal. Und hier war jetzt auch nichts, ne? Hä? Ist hier ein Loch? Nee. Da ist nichts. Gut, dann. Moment, bin ich nicht von der anderen Seite gekommen? Ich geh da hinten raus. Ich dachte gerade, da ist ein Schwein umgekippt. Das waren Steine. Zum Osten. Nee, das ist falsch. Da komme ich nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. So, erstmal Hauptsache raus hier aus dem Höhlensystem. Und auf nach Westen. Osten. Nee, Westen. Für ein Gewässer nochmal 36, 34. Ja. Ist das gar nicht eingezeichnet? Da verstehe ich ja schon wieder was falsch. Nee, das passt schon. Guck mal, was wir da hinten haben. Ha! Ha, 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 ha. Da war es wieder. Ich hab gesagt, der lungert hier irgendwo rum. Den sammle ich nicht. Sehe ich gar nicht ein. Komische Dinge zu sammeln. Aber ich bin froh, dass ich ihn noch erwischt habe, bevor er mich erwischt hat. 36. 35. Unten sind wir. Das Gewässer ist es. Ich habe ein bisschen falsch geschaut. Aber jetzt Richtung Osten müsste eigentlich korrekt sein. Aber das ist halt durch diese blöde Felswand ein bisschen schwierig. Schon sind wir wieder in der Höhle.
Genau, hier bin ich doch rübergesprungen. Habe ich noch Pilze gegen die Parasiten? Hm, leider nicht. Ein bisschen Proteine kann ich aber gebrauchen. Ich muss unbedingt mal dran denken, wenn es mir wieder schlecht geht, diese Schmerzmittel zu nehmen. Ich laufe irgendwie wieder völlig in die falsche Richtung, weil mich diese Wände immer wieder irgendwie in andere Richtungen locken. Die Höhlen und die Steinwände. Also, wo sind wir? 36, 39. Wir sind komplett Richtung Süden gegangen, ne? Und warum? Weil ich wieder Richtung Osten statt Westen gegangen bin. Ey, was ist denn heute mit mir los? Ich habe heute wieder zu lange aufgenommen miteinander. Ich sollte das wohl lassen. So viele, ich nehme meist jetzt wirklich immer so 3 Stunden Sessions auf. Ich glaube, das ist zu viel. Moment. Da lag doch Fleisch auf dem Trockengestell. Vielleicht ist das noch nicht schlecht. Ich dachte, das Wasser drin. Mal gucken, wie sieht's aus. Oh, das sieht gut aus. 3 Tage ist es noch haltbar. Können wir uns hier mal richtig schönes Fleisch gönnen? Das ist doch perfekt. In das Sumpfgebiet. Muss ich jetzt aber nicht unbedingt lang gehen. Nach meinem Empfinden. Und ja, ich habe die Kokosnuss eben gesehen, ich wollte sie aber nicht mitnehmen. Tabakverbände brauche ich, glaube ich, wirklich am öftesten. Am öftesten? Am öftesten? Nein, war schon richtig. Ist hier irgendwas Spezielles? Leider nein. Jake, was hast du schon wieder? Lass dich jetzt nicht schlafen, das kannst du vergessen. Ich werde hier jetzt nach Kaffeepilzen Ausschau halten. Nach Möglichkeit. Ach verdammt, ich wollte die eigentlich gleich essen. Genauso wie die. Es lohnt sich, glaube ich, einfach nicht, die mitzunehmen. Diese orangenen Früchte, weil die halt mit die Früchte sind, die halt wirklich am schnellsten verderben. So, wo bin ich aktuell? 40, 39. Ja, ziemlich weit unten. Ich müsste mal sehen, dass ich... Obwohl, es ist egal, ich kann hier drüben die Höhle dann lang gehen. Da bin ich sogar gleich an der richtigen Stelle. Genau.
Wieso sich ja manchmal das Gelände so gerade so einstellt. Ich weiß nicht, ob ihr das auf YouTube so sehen könnt. Ich ja manchmal lang gehe, sieht man, wieso das Gelände sich manchmal noch erstellt oder plötzlich höher wird oder so. Bisschen seltsam aus. So, bin ich jetzt quasi schon in dem Kreis drin? 40, 37? Nee, ich bin jetzt quasi von da nach da wahrscheinlich gegangen. Also weiter Westen. Es ändert sich nichts daran. Ah, hier haben wir wieder einen großen Baum. Da könnten blaue Pilze dran sein. Aber an dem scheint man nicht mehr. Ja gut, dann weiter. Ich mag das nicht, wenn irgendwas ganz schnell hinter mir herläuft. Das verunsichert mich. Ah, ich bin am Rand. Verstehe. Uff. Da habe ich jetzt aber gerade einen Schreck im Schreck geschossen. Ich glaube, ich schlafe hier mal kurz. Wenn ich schon mal da am Bett stehe. Nur so lange, wie ich muss. Und noch mehr Tabak. Ich habe erstmal genug. Will ich jetzt nicht. Ach, und jetzt finde ich natürlich die blauen Pilze. Naja, was soll's. Nehme ich sie halt mit. Erstmal das Krabbelvieh loswerden. Das war's schon. Und der geht mir so langsam. Ach, ich bin leicht überladen. Na gut, dann isst er halt mal ein paar Bananen, ne? Einfach mal so random. Naja, jetzt kommt dieses Gebiet. Verschlungene Gebiet mit den toten Bäumen. Also das hier unten quasi. Da muss ich eigentlich aber auch Richtung Westen durch. Oh Gott, man sieht wieder sehr viel. Sieht aus, als könnte hier auch eine Bestie sein, weil hier auch so eine Knochen sind. Auf jeden Fall Richtung Westen gehen. Eine Höhle. Da ist einer. Da. Sehr gut. Den haben wir. Und jetzt zeigt sich auch das Mondlicht. Sehr gut. Na, kommt jetzt Krokodil aus dem Wasser?
Das warte bestimmt. Ich frage mich, ob diese Eingeborenen eigentlich nach irgendeinem Muster wieder neu spawnen, weil ich habe die ja hier schon mal besiegt gehabt und dann waren die plötzlich nicht mehr hier, sondern da drüben gespawnt. Frag mich, ob das nach irgendeinem Muster passiert. Jetzt hocke ich mitten in dieser Höhle drin. 48, 37. Das heißt, es ist genau das, was ich meine, wo ich gucken will, ob hier irgendwo was ist, weil hier so viele Sachen eigentlich sind, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass die keinen Stein hier versteckt haben. Waren hier nicht auch Malereien irgendwo an den Steinen? Jetzt triff! Warum triffst du den nicht? Der kam mir viel zu nah, muss ich sagen. Das sieht doch schon mal wieder ein bisschen speziell aus. Was haben wir denn hier? It sleeps in a tree. Okay. Da haben wir doch unseren nächsten Eintrag. Ich hab doch gesagt, hier muss was sein. Aber ich schätze, das war's dann wieder, wa? Von hier. Ach, das ist schon auch durchgestrichen quasi, die Legenden. Warum ist denn der weiße Dämon nicht durchgestrichen? Muss ich da etwa noch was machen? Wir brauchen noch zwei Steine. Dann sind wir damit durch. Gott, ich komme hier mit dem Baumstamm nicht klar. Ich weiß nicht, ob ich hier unten schon mal war. Das sieht so anders aus. Ach, meine Anfangshütte. So, aber ich gehe da noch nicht hin. Ich gehe jetzt erstmal noch mal kurz, wo ich könnte da kurz speichern. Ich habe sonst Angst, wieder Fortschritt zu verlieren. Ja, das ist einfacher gesagt als getan. Oh shit. Was mache ich hier schon wieder? Es geht doch ins Wasser springen. So, und dann schnell wieder rein in die Höhle. Ich muss aber den Weg jetzt gehen. Naja, das ist das Wasser. Hab ich das Gefühl, dass der Obsidian-Speer nicht so eine Reichweite hat wie der Stammesspeer. Ich glaube, hier bin ich auch schon mal durchgetaucht. Da waren noch Fehler, glaube ich, drin. Man sieht ja, dass man da durchtauchen kann. Ich mache es gleich nochmal, aber das war, glaube ich, nichts Neues. Kam ich auch nur in altbekanntem Gebiet raus. Nämlich an meinem Stand dort. Nee. Das ist jetzt auch nichts
wirklich Neues. Bleibt halt die Frage, ob ich hier wirklich noch was anderes finde. Ich hätte den Stein sogar von hier sehen können. Was war der da oben? Gut, aber ich werde trotzdem nochmal zurückschwimmen. Ich muss mir unbedingt merken, dass ich hier nochmal mich noch besser umgucke. Aber erst wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ich speichere hier noch kurz und dann machen wir hier weiter, ne? Macht's gut, Leute. Tschüss.